So, liebe Närrinnen und Erlesen, wir erwarten jetzt in wenigen Sekunden einen, Sie sehen schon, es geht schon los, einen ganz, ganz besonderen Ehrengast. Die Bodyguards sind hier schon auf der Bühne. Und unser Ehrengast ist nicht zum ersten Mal bei uns, bei der Bohnenbeutel. Vor 4 Jahren war er schon mal hier. Und wir freuen uns, dass er heute wieder einmal Zeit gefunden hat, uns zu besuchen. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung. Hier ist er für Sie, Mr. President of the United States. Bitte sehr. Hallo Mama. Thank you so much. Thank you. Sitting President Miller, comedians, Närrinen and Närrinen. Tonight, in this dunkle and kalte Winternacht, ihr alle habt euch wieder auf die beschwerliche Weg gemacht in euer Nahalla. Ihr alle habt die Herausforderung angenommen, Mainzer Fasenacht zu feiern. Ihr alle habt den Kampf aufgenommen gegen Mucker und Philister. Denn ihr alle seid es noch immer, und ihr werdet es immer sein, die Vereinigten Narren der Mainzer Fasenacht. Närrinen und Närrinen. Seit die vergangene Herbst unzählige flehentliche Bitten haben mich erreicht. Von Mainzer und Messfremde. Von Ofere, Mumbere, Gazekere bis zu Reise, Gunsen und Hofsager. Von Menschen, die schon immer vorne hocken. Von Menschen, die schon immer Shitplätze ganz hinkriegen. All diese Menschen hat ein Lebenstraum vereint. All diese Menschen haben manche sogar mit Tränen in den Augen vor mir gestanden und mich auch gebettelt. Mach doch noch mal der Obama. And so, wie damals in die Kampagne 2009, ich widerstehe vor euch als der President from the United States of America. And so, tonight and here and heute, lasst es mich sagen, wie eine große Mainzer Fasenachter es gesagt hätte. Ich komme aus den Staaten und ich bin so froh, dass ich wieder in Mainz bin. Alleweil sei ich da. By the way,
Sehr gerne, ich bin wieder gekommen nach Germany. While the harm in Washington. Ich habe Base Trouble, welche die Haushalt. Habe ich mir gedacht, ihr kennt mich über Crosswise, ich bin doch nicht euer schwarzer Peter. My Michelle wollte mich erst gar nicht fortlassen, weil ich hätte im Schlaf immer von einer deutschen Frau gesprochen. Habe ich gefragt, Michelle, von welcher Frau dann? Hat sie gesagt, von einer Hildegard. Habe ich gesagt, was für ein Hildegard? Hat Michelle geweint, von Binge. Habe ich gesagt, Michelle, die Hildegard ist doch heilig. Hat sie gesagt, wer es glaubt, wird selig. Ihr alle habt eure Wohnung verlassen für eine Sitzung, das viel Geld kostet und wenig Schlaf bedeutet. Weil ihr alle den Spirit der Mainzer Fasnacht in euren Herzen spürt und weil ihr eure Botschaft hinaussendet in die Welt, sie kriegen uns nicht, sie kriegen uns nicht. Sie kriegen uns nicht kaputt. By the way, wenn wir waren mit der Air Force One in die Landeanflug auf Germany, ich habe meine Pilot gefragt, Bimbo, wo fliegst du dann hier? Hat er gesagt, Mr. President, wir landen in Mainz-Finton Airfield. Hab ich gefragt, wieso landen wir nicht in Berlin? Hat er gesagt, geht nicht, ich habe keinen Flughafen. Ich habe einen lustigen jungen Mann von den Piraten nach der Uhrzeit gefragt. Hat er gesagt, sorry, aber zu dieser Frage hat meine Partei noch keinen Beschluss gefasst. Doch dafür, sie hätte ein Wirtschaftsprogramm beschlossen. Habe ich gesagt, das Programm kenne ich. Ihr fangt im Beichtstuhl an und hört im Augustinerkeller auf. Es war am 6. November in dem letzten Jahr, wenn ich bin wiedergewählt worden als Präsident von den United States of America. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die erste Gratulant war der Michael Ebeling. Bei uns daheim in Amerika, der Michael hatte Spitzenname Duplo, der wahrscheinlich längste Oberbürgermeister der Welt. Vor ein paar Wochen der Duplo hat mich angerufen, ich soll die US Navy schicken, sein Rathaus nicht unter Wasser stehe. Habe ich gefragt, Duplo, was ist passiert? Hat er gesagt, eine Trinkwasserleitung wäre geplatzt. Habe ich gesagt, Duplo, du Sprichklopper. Schon seit Jockel Fox gibt's im Mainzer Rathaus kein ohne Teufel, der Wasser saufen tut.
Narin und Lesen. Jedem Narr gefällt sein Kopf und ich mir auch. Jeder von euch hat seine eigene Weltanschauung. Jeder von euch hat sein eigenes Herz im Herrn. Aber ihr seid eins in der Überzeugung. Was am 11.11. im Herbstnebel begann, darf in dieser Nacht nicht enden. Wenn immer Mucker und Philister euch begegnen, wird eure Antwort sein, gell, du kannst mich gelle gern, gelle du mich auch. By the way, auch ihr wollt antworten auf wichtige Fragen. Warum tut mich der Chancellor Merkel so selten einladen? Weil neben mir sieht sie einfach blass aus. Heißt die neue deutsche Champa Bettina Wolf und Lothar Matthäus? Und wenn ja, wird der Lothar Matthäus dann Bundespräsident? Glauben wir Bettina Wolf, wenn sie sagt, dass sie niemals hat gearbeitet in die Rotlichtmilieu? Yes, wir glauben es. Auch wenn es uns bei Frau Leuthäuser-Schnarrenberger leichter fallen würde. Ich erinnere mich an die Kampagne 2009, wenigstens teilweise. Ich erinnere mich an viele Halbe. Ich erinnere mich an viele Schoppe. Ich erinnere mich aber nicht, wie ich wieder heimgekommen bin. Meine Michelle hat rumgezickt wie die Julia Klöckner im Landtag. Habe ich gesagt, Michelle, sei mir nicht böse, aber der Kurt Beck geht jetzt sagen, kannst du einfach mal das Maul halten. By the way, goodbye and farewell to Governor Beck. Thanks a lot for seinen unermüdlichen Einsatz an den Nürburgring. Gerade heute hat die Achterbahn ins eBay gestellt. Ein Mann, der in so vorbildlicher Weise so viele Millionen verpulvert hat, geht zu Recht ein in die Geschichte dieses Landes als der Pulvergott von Rheinland-Pfalz. Welcome and good luck for your neue Lady Di von Rheinland-Pfalz, for Malu. Meine Leute von der CIA haben gecheckt die Bedeutung von dem Namen Malu. Angeblich, der Malu heißt Testewege Malu, weil die Mutter war von Monum und der Vater war von Ludwigshafen. No, 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 no,
Wir müssen wieder den Mut haben, die Dinge bei ihren Namen zu nennen. Dickmanns sind kein Schaumküsse, sind kein Schokoküsse. Das sind und bleiben Mohrenköpfe. Wenn eine Mense hat eine Dachschaden, da hilft kein Farbiger, da hilft nur der Neger. Never lesen. Ich erkenne bei euch die feste Glaube daran, dass die meisten deutschen Politiker sind auch nur Menschen. Menschen mit Fehlern, aber auch mit Schwächen. Menschen mit Unwissen, aber auch mit Unfähigkeit. Das ist es, was sie besonders macht. Das ist es, was sie auszeichnet. Sie geben euch Antworten auf eure Fragen. Wer wird sein der Prinzipal zu die 150 Jahre Jubiläum von der SPD? Weil der Prinz Steinbrück ist so dire, sie suchen billig Prinzessin. Vorschlag von der Sigmar Gabriel, nimmt der Ulla Schmidt, die macht für 10 Euro im Quartal. Warum lassen die Grüne die Claudia Roth so oft in die Türkei fliehen? Weil sie hoffen, sie wird endlich zwangsverheiratet. Wie reagiert die FDP auf die Sexismusvorwürfe gegen Mr. Brudele? Mr. Rosler sagt, mit Guido wäre das nicht passiert. Never lesen. Ich bin heute Nacht voller Hoffnung, weil ich dieses Leuchten in euren glasigen Augen sehe. Das ist es, was mich sicher macht. Ihr werdet auch diese Kampagne zu einem Erfolg führen. Halbe vor halbe und Schobbe vor Schobbe. Ihr seid Schnudedunker. Ich werde euch auch dann zuhören, wenn euer Zungen belsig geworden ist. By the way, congratulations to old Chancellor Kohl für sein eigener Briefmarke. Angeblich, der Helmut Kohl hat darauf bestanden, dass die Marken nicht selbstklebend sind, damit ihn endlich mal alle an die Rückseite lecken können. Never lesen. Besonders ihr tapferen Männer, ihr kennt dieses Gefühl, wenn man erwacht und wieder zu sich kommt, wenn man wieder weiß, wie man heißt und wo man wohnt, und wenn man plötzlich erkennt, diese Frau an meiner Seite ist nicht meine Frau. Das ist der Moment, in dem du sagst, Houston, wir haben ein Problem. Thank you to Governor Seehofer für die Einführung von dem Betreuungsgeld. Mr. Seehofer legt das Wohl von allen Kindern besonders an sein Herz, egal wo und wann und mit wem er sie gezeugt hat. Auch die Queen Elizabeth freut sich sehr auf den Nachwuchs von William und Kate. Zu dem Prinz Harry soll sie aber gesagt haben, Harry, horch zu, my friend. Ob die Kate eine Junge kriegt oder eine Mädchen, ist mir völlig egal. Aber wehe dir, das Kind hat rote Locke.
Ich komme zu dem Ende, nicht aber ohne euch zu sagen, ihr alle, egal ob arm ob reich, ob Finder oder Hetero, ob Wiesbadener oder nicht behindert, ihr alle seid Narrinnen und Narrolesen von Bumbach. Und so, als eine freie Narrolese, ich bin stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Bonebeidel. Thank you so much. God bless you. God bless you, the Mainz and the Mainz of Hasenach. Hello. Dass er ein Bonebeidel ist. Unser Aktive und Komitee-Mitglied, Helmut Schlösser. Liebe Narrinnen, Narrlesen, in diesem Jahr mit dem Präsident Obama hat der Helmut wieder ein Highlight nicht nur in die Mombacher Fasnacht gesetzt, sondern auch in die Mainzer Fasnacht. Es ist in diesem Jahr ein absolutes Highlight. Lieber Helmut, dafür recht herzlichen Dank. Vor 4 Jahren war er schon mal hier auf den närrischen Brettern als Obama. Und ich glaube, Sie sind mit mir einer Meinung, er hat sich in diesem Jahr übertroffen. Herzlichen Glückwunsch dir, lieber Helmut, für deinen Vortrag. Danke sehr. Liebe Narrlesen, der Helmut Schlösser ist ein Meister seines Faches in der Mainzer Fasnacht, was ihm so schnell keiner nachmacht. Wir erinnern uns alle an die Vorträge Napoleon oder Sigmund Freud oder Hauptmann von Köpenick oder im letzten Jahr als Graf Grolock. Lieber Helmut, du bist ein Glanzpunkt in unseren Sitzungen und dir darf ich noch einmal ganz herzlich danken und natürlich auch deinen Bodyguards. Sie, liebe Narrinnen und Narrlesen, darf ich bitten, Helmut Schlösser und die Bodyguards ganz herzlich zu bedanken und zu verabschieden mit einem greiferkräftig stollenden Hello! Hello!